Nachdem wir 2004 verloren hatten, hatten wir das Gefühl, dass wir den US-Basketball im Stich gelassen haben. Vor allem wir vier. Ich, D-Wade, Braun und Mello waren ein Teil des Teams und wir spürten die Schmach der Niederlage. Ich glaube, anfangs hieß es, internationale Spieler seien weich. Amerikanische Spieler sind hart. Und dann dachte man, Moment mal, sie sind nicht weich. Sie sind geschickt. Sie spielen das Spiel auf eine andere Weise. Wir müssen ihr Spiel lernen und aufhören, uns rauszureden oder zu versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen. Lernen wir ihr Spiel, werden wir sie schlagen.